Jedi erzählt uns ein bisschen was mehr dazu, was da alles so passieren könnte, wenn man versucht, etwas ganz schnell von der Politik einführen zu lassen. Viel Spaß mit das Deutschland-Ticket als digitales Abo. Was kann da schon schief gehen? Dankeschön. Vielen Dank, dass ihr alle da seid. Ich hätte tatsächlich schon heute früh um 10 nicht erwartet, dass ich einen Vortragssaal mit meinen Themen vollkriege. Ich habe es jetzt noch viel weniger erwartet, dass ich auch noch das Medientheater vollkriege. Vielen Dank, dass ihr da seid. Kurz ein paar Takte zu mir. Jedi, wer mich kontaktieren will, am besten im Fediverse, jedi@zug.network. Pronomen es oder they. Jahrgang 91, also inzwischen auch schon 31. Ich kenne übrigens die Holzklasse hier in Karlsruhe auch noch. bin hauptberuflich Zugführerin und Disponentin bei TAI. Wir sind ein kleines Eisenbahnverkehrsunternehmen mit um die 100 Mitarbeitenden, spezialisiert auf so Ersatzzüge, Sonderzüge, Fußballzüge und solche Geschichten. Habe vorher runde 10 Jahre mich mit Fahrkartenverkauf und allem, was dazugehört, beschäftigt. Komme jetzt auch schon insgesamt auf 8 Jahre im Bahnbetrieb. Ganz kurzer Disclaimer dazu. Mit diesen Fahrkartenthemen habe ich Ende 2020 weitestgehend aufgehört. Das heißt, mein Stand ist vielleicht nicht immer top aktuell. Alles, was ich zu aktuellen Themen erzähle, basiert wirklich auf meinen persönlichen Erfahrungen und was man halt noch so mitkriegt. Folien findet ihr, ich habe die Folien schon vorgestern fertig gemacht, da habe ich noch nicht gefunden, dass man in den Fahrplan auch Dinge hochladen kann. Es ist inzwischen auch alles im Fahrplan drin, das heißt allesfix.de/gpn21 könnt ihr eigentlich wieder von eurer Festplatte im Kopf löschen. Es ist alles in der Talk-Ankündigung drin. Ihr habt den Talk gefunden, also werdet ihr auch da die Folien finden. Ja, 49-Euro-Ticket, Deutschland-Ticket, was auch immer. Ich weiß nicht, warum das abgeschnitten ist. Ich weiß vor allem nicht, warum das zu weit rechts ist. Also wäre es weiter links, würde es, glaube ich, passen. Egal. Letztes Jahr. Russland unter Wladimir Putin greift die Ukraine an. Preise steigen, Ölpreise steigen, alles wird teurer, ihr kennt das Thema. Es gab am 24.03.2022 einen Verhandlungsmarathon der Bundesregierung, wie man denn die BürgerInnen entlasten kann. Gerüchte halber wollte die FDP unbedingt irgendwelche Entlastungen für Autofahrende, die Grünen wollten dann unbedingt irgendwelche Entlastungen für ÖPNV-KundInnen. Dabei kam am Ende, lange Rede, kurzer Sinn, das 9-Euro-Ticket raus. Organisatorische Umsetzung im Regionalisierungsgesetz, das ist ein Gesetz, was es quasi seit der Bahnreform gibt, über das normalerweise die Mittel verteilt werden, mit denen der Nahverkehr auf der Schiene finanziert wird. Da wurde eingefügt, für den Zeitraum Juni bis August 2022 wird ein Tarif angeboten, der für 9 Euro pro Kalendermonat die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs ermöglicht. Wer von euch hatte ein 9-Euro-Ticket letztes Jahr? Das sind schon deutlich mehr Hände als beim Deutschland-Ticket gerade. Wir hatten letztes Jahr 52 Millionen verkaufte Tickets plus 10 Millionen BestandskundInnen, die schon ein Abo hatten, das automatisch zum 9-Euro-Ticket wurde. Das heißt, das sind so runde 27 Millionen Tickets im Monat. Das ist schon fast jeder zweite Deutsche. 9 Euro hat sich natürlich schon ab der ersten Fahrt ganz oft gelohnt, im Zweifel schon nach Hin- und Rückfahrt. Der Vertrieb war extrem leicht, man konnte das quasi überall kaufen. Das gab es am Automaten, das gab es im Reisezentrum, das gab es beim Busfahrer, das gab es da, wo grundsätzlich Fahrkarten im Zug verkauft werden, auch im Zug. Ja. Das Wackeln am Kabel hilft vielleicht manchmal, keine Ahnung. Es gab tatsächlich einen sehr, sehr signifikanten Rückgang an EBE-Fällen, also an Fällen, in denen das erhöhte Beförderungsentgelt fällig wurde. Das ist tatsächlich zumindest im Schienennahverkehr von so, ich sag mal, 5% Reisender ohne gültigen Fahrscheine auf quasi nicht messbar zurückgegangen. Und wir hatten 2022 im Sommer etwa 40% mehr Bahnreisen im Nahverkehr als im Sommer 2019. Man kann das natürlich nur eingeschränkt mit den Pandemiejahren davor vergleichen, deswegen nehmen wir mal 2019.
So sah das dann aus. Ganz, ganz viele verschiedene 9-Euro-Tickets in vielen verschiedenen Mustern. Wenig digital, sondern halt einfach das, was es im Nahverkehr so gibt. Das Automat druckt einen Zettel auf aus Sicherheitspapier, fertig. Es gab dann auch sehr schnell in der Politik die Nachfolgediskussion. Am 3.9.22, also 3 Tage nach dem Ende des 9-Euro-Tickets, hat Verkehrsminister Wissing in einem Interview mit der Mediengruppe VRM, das ist die Verlagsgruppe Rhein-Main, gesagt, unser Ziel sollte sein, spätestens zu Beginn des Jahres 2023 ein neues Ticket zu haben. Ich möchte ein vom Preis her möglichst attraktives Ticket, das deutschlandweit gilt und als Abo-Variante zu kaufen ist. Der Preis hängt von der konkreten Ausgestaltung und der Verteilung der Kosten zwischen Bund, Ländern und den Kunden ab. Das Ding war soweit durch. Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, schnellstmöglich, hört, hört, ein papierloses, wieder wichtig, bundesweit gültiges und monatlich kündbares Nahverkehrsticket einzuführen, das sogenannte Deutschlandticket. Einstiegspreis 49 € im Monat. Das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich ganz gerne vom 49-Euro-Ticket und nicht vom Deutschlandticket spreche, in der Hoffnung, dass es das Politik vielleicht etwas schwerer macht, den Preis zu erhöhen. Die Bundesregierung ist bereit, dafür 1,5 Milliarden Euro bereitzustellen. Die Länder haben zugesagt, sich in selber Höhe zu beteiligen. Angestrebter Start jetzt schon der 1.4.23. Das Ganze sollte dann ins dritte Entlastungspaket reinwandern. Das von 22, wo das 9-Euro-Ticket drin war, war ja das erste. Dann gab es tatsächlich noch mal eins. Da kamen diese 300 € Energiekosten und was da so alles drin war. Und jetzt eben das dritte Entlastungspaket. Umgesetzt wurde das dann wieder über das Regionalisierungsgesetz. Der Text ist ganz drauf, ich lese ihn aber auch vor. Die Länder führen ab dem 1. Mai 2023, wir waren mal bei Anfang 23, ne? Ein Ticket ein, das zur bundesweiten Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs berechtigt, Deutschlandticket. Es soll, ganz wichtig, soll, in digitaler Form erhältlich sein und für ein Entgelt zum Zeitpunkt der Einführung von 49 € je Monat in einem monatlich kündbaren Abonnement angeboten werden. Der Rest ist formales Blablabla. Da geht es darum, Tarife im Nahverkehr sind eigentlich genehmigungspflichtig. Die Genehmigung erfolgt hier durch dieses Gesetz automatisch. Gilt also bis Ende 23 als erteilt. Und der maßgebliche Ausgleich finanzieller Nachteile wird von den Ländern entsprechend abgewickelt. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, das Regionalisierungsgesetz ist eigentlich so ein Bund-Länder-Umverteilungsmechanismus. Eigentlich kommen dafür eben Geld für den Nahverkehr vom Bund an die Länder. In diesem Fall jetzt halt auch diese Ausgleichsmittel für entgangene Einnahmen durch das 49-Euro-Ticket. Das heißt, wir haben hier jetzt politisch einen Preis. Preise im Nahverkehr sind sowieso grundsätzlich immer Politik. Nahverkehr ist in den allermeisten Fällen nicht kostendeckend. Von daher ist immer die politische Frage, wie viel Staat dazulegt. Wir haben hier politisch dieses Thema, es soll digital sein, es soll ein Abo sein, es soll aber trotzdem monatlich kündbar sein. Normalerweise, also bei so diesen Standard-Jahreskarten-Abos, die kann man zwar auch monatlich kündigen, aber dann muss man halt was extra zahlen und verliert quasi den günstigen Preis des Abos. So, digital. Wir haben tatsächlich im Nahverkehr Branchenstandards. Das ist zum einen die VDV-Kernapplikation. Das ist ein Standard, den gibt es nur auch schon, ja, ich glaube so 20 Jahre um den Dreh. Ist ein Standard, den gibt es sowohl für Chipkarten, was du gerade ja schon gezeigt hast. Man kann aber auch auf VDV-KA-Basis 2D-Codes ausstellen. Das sind im Regelfall Aztec-Codes. Der VDV bezeichnet das lustigerweise als VDV-Barcode, obwohl es kein Barcode ist. Kommt vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, also dem größten Branchenverband, der aber tendenziell
gerade diese Stadtverkehrsbetriebe, Regionalbusbetriebe vertritt, teilweise auch noch Schienenpersonennahverkehr, aber halt eher so die kommunalen Geschichten. Als zweiten Standard gibt es den UIC-Standard, nennt sich UIC 918. Der kennt nur 2D-Codes in verschiedensten Ausprägungen, kommt vom Internationalen Eisenbahnverband der UIC, Union Internationale des Chemins de Fer oder so. Ist also das Ding, was so, wenn ihr bei der DB ein Online-Ticket kauft, ist das in der Regel ein UIC-Code. Wenn ihr beim KVV ein Online-Ticket kauft, ist das in der Regel ein VDV-Code. Mal so ganz basically. Dann gibt es natürlich die Kombination des Ganzen, weil man das manchmal auch braucht. Es gibt ja auch durchaus Fernverkehrsfahrscheine, die eigentlich UIC-Codes sind, mit denen ihr aber auch Straßenbahn fahren könnt. Das City-Ticket oder auch City-Mobil ist das bekannteste. Gibt es natürlich auch dann in einem Code, nennt sich UIC 918-3 Stern. Kombiniert das Ganze. Habt ihr also quasi, genauso wie in der klassischen Welt, ihr mit dem City-Ticket quasi zwei Fahrkarten auf einem Zettel habt, habt ihr in dem Fall zwei Fahrberechtigungen in einem Code. Die beiden Geschichten haben verschiedene Vor- und Nachteile. Soll jetzt nicht zu technisch werden, einfach nur ganz grundsätzlich. Die technischen Unterschiede zwischen den Codes sind vielleicht nächstes Jahr mal ein Vortrag. Die VDVKA hat eine zentrale Zertifizierungsstelle mit zentralem Sperrmanagement. Das ist soweit eigentlich eine coole Sache. Dadurch, dass das alles irgendwie zentral zertifiziert ist, müssen allerdings auch Systemhäuser, Lieferanten und so weiter zertifiziert sein. Also das ist tatsächlich nichts, was so ein Software-Startup mal einfach so umsetzen kann. Dafür funktioniert es aber im Großen und Ganzen relativ gut. Relativ. Zu den Pannen kommen wir gleich. bei den Verkehrsunternehmen braucht man auch ein gewisses Know-how, weil man natürlich seine Softwarebuden, also ein Verkehrsunternehmen oder ein Verbund programmiert ja so eine App normalerweise nicht selber, Dinge an die Hand geben muss, damit diese Zertifizierungen klappen, irgendwelche Zertifikate, Schlüssel, blablub. Das können die aber meistens schon, weil sie eben sowieso schon irgendwelche Handytickets, Chipkarten so oder so, so und so ausgeben. Die UIC-Codes, zwei wesentliche Standards. Es gibt den älteren 918-3, aktueller Stand der Technik ist eigentlich 918-9. Unterschied ist, der 918-9 ist maschineninterpretierbar, hat also definierte Datenfelder. Der 918-3 ist, ketzerisch gesagt, ihr habt eine Papierfahrkarte, ganz klassisch vom Schalter. Da stehen ja Dinge an bestimmten Stellen. Dass das international prüfbar ist, auch von Zugbegleitern in, weiß ich nicht, Serbien, die kein Deutsch können. Deswegen steht zum Beispiel die erste Klasse immer an der gleichen Stelle, die Personenzahl immer an der gleichen Stelle, etc. pp. Und das ist quasi das in einen Code gegossen. Das heißt, du kriegst, wenn du das ausliest und entschlüsselst, kriegst du genau das angezeigt. Das ist nicht maschineninterpretierbar, weil es natürlich, es steht zum einen ein Erwachsener als Text drin. Und zum anderen schreibt das jede Bahn dann natürlich auch noch an einer ein bisschen anderen Stelle. Also zwei Zeichen nach vorne, zwei Zeichen nach hinten. Das ist eigentlich absurd, dass es sowas gibt, aber es gibt es eben. Da gibt es dann noch verschiedene Untervarianten mit verschiedenen Geschichten, dass das mal größer, mal kleiner, mal mehr Daten, mal weniger Daten, tut nichts zur Sache. Das Ding ist, es gibt keine zentrale Zertifizierung, sondern du baust dir quasi deine Zertifikate selber. Es gibt aber ein Verfahren, dass du über die UIC oder in Deutschland tatsächlich auch über DB Regio einen Zertifikatstausch durchführen kannst. Also da lädst du quasi deine öffentlichen Zertifikate einmal in eine Datenbank hoch und alle anderen kommen da auch dran, dass sie die Tickets prüfen können. Insgesamt für die Umsetzung aber relativ geringe Anforderungen. Grundsätzlich beim 49-Euro-Ticket ein ganz großes Thema, die Einnahmenaufteilung. Im ersten Jahr gilt im Wesentlichen, wer verkauft, behält. Das heißt also, bei dem Unternehmen, bei dem ihr euer 49-Euro-Ticket kauft, bleiben auch die Einnahmen. Das wird nicht weiter aufgeteilt. Außer wenn das Unternehmen natürlich in einem Verkehrsverbund irgendwie selber wieder eine Einnahmenaufteilung hat.
Ab 2024 soll es dann da was geben nach Wohnorten der KundInnen. Und perspektivisch soll es, hat das Verkehrsministerium jetzt verlauten lassen, deswegen wollen sie das unbedingt digital haben, anhand der Nutzungsdaten irgendwie was Fancyes machen. Ich sehe das tatsächlich auch noch nicht so ganz, dass das tatsächlich kommt. Schauen wir mal. Ja, schon die Hälfte des Vortrags quasi mit Einführung, was überhaupt passiert ist, verbracht. Kommen wir mal zu den Dingen, die schiefgehen können. Wir haben den Klassiker Hackerangriff. Als ich das gelesen habe, habe ich tatsächlich, also in dem Fall Hackerangriff auf den GVH bzw. die Östra, das Abo-Center der Region Hannover. Als ich das gelesen habe, dass irgendwie am 3.4., also zufällig am ersten Verkaufstag des Deutschland-Tickets, es einen Hackerangriff gab, habe ich erstmal versucht, mich schlau zu machen, was denn das gewesen sein soll. Solche Dinge riechen ja immer nach, Achtung, Kunde droht mit Auftrag. Also sprich, die Server brechen unter der Last zusammen und man schreibt dann halt Hackerangriff, also die DDoS drauf. War aber wohl tatsächlich ein Ransomware-Angriff. Das Thema Server halten der Last nicht stand, hatten wir dafür an ganz anderer Stelle, nämlich bei DB Vertrieb. Wo man eigentlich ja denken sollte, dass die das können. Mich hatte vorhin auch noch jemand im Fediverse angeschrieben, dass Wesen da immer noch mit denen rumhampelt, weil das Ticket nicht gebucht werden konnte, aber wohl doch irgendwie was zustande gekommen ist und doch irgendwelche Abbuchungen erfolgt sind. Alles nicht so ganz schön, also wir haben hier einmal eine, das ist ZDF.de, Bahn meldet Probleme mit Buchungssystem. Wer eine Fahrkarte auf der Bahnwebsite buchen will, braucht Geduld. Zum Start des 49-Euro-Tickets ist das Buchungssystem überlastet. Hat sich tatsächlich zeitweise auch ins komplette Buchungssystem durchgezogen, sodass man dann halt irgendwann das 49-Euro-Ticket einfach gesperrt hat. Wirtschaftlich natürlich, denkt dran, Einnahmenaufteilung, wer verkauft, behält. Eine relativ heftige Sache für beide, also sowohl für die Östra als auch für die DB. Dann hatten wir lange Warteschlangen in Kundenzentren. Das hier war Düsseldorf Hauptbahnhof am 1. Mai. Das Kundenzentrum ist irgendwo da hinten am Ausgang links rein und da ist dann nochmal so 50 Meter Schlange innen drin. Wir sind hier so Höhe Gleis 4-5. ja. Größere Pannen. Abo-Center überlastet und Chipkartenmangel. exemplarisch hier Berlin, das gab es aber auch anderswo, BVG und Bahn schaffen Kulanzregelungen. Da war das Thema, dass sowohl die Abo-Abteilungen von BVG, S-Bahn Berlin und DB Regio da oben im Nordosten mit der Bearbeitung der Anträge nicht hinterhergekommen sind. Insbesondere weil in Berlin verschärft dadurch, dass man sich da dafür entschieden hat, Abos nicht automatisch umzustellen, weil die BVG tatsächlich der Meinung war, dass ihre VBB-Umweltkarte nur für Berlin mit irgendwas um die 70 Euro im Monat durch die Mitnahmeregelung am Wochenende so attraktiv ist, also ihr könnt damit am Wochenende, ich glaube, eine Person und drei Kinder mitnehmen, dass nur sehr wenige Leute aufs 49-Euro-Ticket wechseln wollen. Deswegen musste man das dort beantragen. Parallel dazu hatte man irgendwann keine Chipkarten mehr. Das zieht sich auch, also das zieht sich beides deutschlandweit durch. Das, bevor jetzt irgendjemand anfängt von wegen Failed State Berlin, das gab es überall. Führte dann am Ende halt auch dazu, dass selbst an den Fahrkartenschaltern die Chipkarten aus waren, sodass die dann auch keine Deutschlandtickets mehr verkaufen konnten. Obwohl erst die Kommunikation war, ja, wer noch keine Chipkarte bekommen hat vom Abo-Center oder noch keine Bestätigung bekommen hat vom Abo-Center, solle mal zum Schalter kommen. damit sind wir dann natürlich auch wieder hier. ja. Schreit halt, also grundsätzlich so eine VDV-KA-konforme Chipkarte kostet nicht die Welt, ist relativ unkritisch in der Beschaffung. Da gibt es auch Rahmenverträge. Aber auch deren Hersteller können natürlich nicht, wenn irgendwie im März oder April final beschlossen wird, jetzt ein Deutschland-Ticket einzuführen,
weiß ich nicht, wie viele Millionen Chipkarten innerhalb von 4 Wochen liefern. Das geht halt einfach nicht. Zahlreiche Tickets nicht prüfbar. Technische Probleme beim Deutschlandticket. Da sind wir jetzt wieder in NRW. Das Deutschlandticket kann in vielen Fällen von Prüfgeräten wegen Softwareproblemen oder veralteter Technik noch nicht ausgelesen werden. Man hatte eigentlich ganz schlau neue Produkt-IDs für Deutschlandtickets vergeben. 9999 oder 9998, je nach genauer Variante. Hat es aber nicht geschafft, den Prüfgeräten rechtzeitig beizubringen, was das heißt. Sodass dann natürlich auch dem Prüfpersonal, das geht noch, das kann man ja dann noch mit Anweisungen an die Personale regeln, angezeigt wurde, Ticket ungültig, weil unbekanntes Produkt. Schöner war das im Bus, wo du ja immer dein Ticket an so einen Leser hältst beim Einsteigen und dann direkt das rote Licht kriegst, Ticket ungültig. Also beim Prüfpersonal siehst du ja nicht, was das Prüfpersonal auf seinem Gerät sieht, meistens. Hängt ein bisschen damit zusammen, das Aktionsmanagement des VDV war überlastet. Grundsätzlich hat die VDVKA das schöne Feature, dass du ein neues Ticket auf deine vorhandene Chipkarte spielen kannst bei der nächsten Fahrkartenkontrolle. Das heißt, du brauchst keine neue Chipkarte, du musst auch nicht hingehen, du musst auch nicht die Chipkarte zurückschicken, sondern das passiert bei der nächsten Kontrolle ganz automatisch. Nur ist dieses System natürlich nicht drauf ausgelegt, dass zum 1. Mai schätzungsweise 80% aller Abos eine neue Berechtigung brauchen. Manche Verkehrsbetriebe haben sich mit solchen schönen Aufklebern beholfen, was sie dann ihren Deutschland-Ticket-KundInnen halt geschickt haben, dass damit dann klar ist, dass sie grundsätzlich die Umstellung veranlasst haben. Hier gibt es auch noch vom WDR einen schönen Artikel. Kunden des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr berichten von Problemen. Demnach sind einige alte Abo-Monatstickets, die auf das Deutschland-Ticket umgestellt wurden, nicht lesbar. Betroffen sind Kunden, die vorher das Ticket 1000 oder 2000 hatten. Bis sie ihr Deutschland-Ticket haben, sollen sie weiter die alte Chipkarte verwenden, versehen mit einem speziellen Aufkleber. Alle Kontrolleure sollen darüber Bescheid wissen. ja, da gab es natürlich dann auch Pannen. Mir sind Fälle bekannt geworden, da haben Leute erst den Aufkleber gekriegt und danach die neue Chipkarte, haben jetzt also de facto 2 Deutschland-Tickets. Jetzt bin ich ja schon wieder gegen das Kabel gekommen. Ah, Magic Fingers. Ja, grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass die allermeisten Verkehrsunternehmen ihre Prüfpersonale angewiesen haben, maximal großzügig zu verfahren, gerade wenn irgendeine Bestellbestätigung oder sowas vorgelegt werden kann, dann passt das schon. Damit sind wir halt wieder beim Thema digital und damit kriegt man halt auch die digitale Prüfung nicht hin. Was haben wir noch Schönes? Transdev, das ist die größte Privatbahn in Deutschland, hat sich deutschlandticket.de gesichert. die haben es aber nicht geschafft, gleichzeitig ihren kompletten Konzernvertrieb darüber abzuwickeln, sondern die einzelnen Ticketshops ihrer einzelnen Betriebe gibt es trotzdem noch parallel. Ja gut, kann man machen. Software-Startups gewinnen kleine Busbetriebe als Kooperationspartner. Was ist da passiert? Durch diese Einnahmenaufteilung, wer verkauft, behält, hat natürlich jeder ein Interesse daran, möglichst viele Deutschland-Tickets zu verkaufen. Wenn du jetzt irgend so eine kleine Busbude hast und irgendein Startup kommt zu dir und sagt, ich baue dir eine App dafür, das kostet dich auch nichts, dann bist du natürlich geneigt, das zu machen. Wahrscheinlich ist das irgendeine Provisionsbasis oder sowas, keine Ahnung. Die haben natürlich fast alle diesen UIC-Standard umgesetzt. Und die haben natürlich fast alle auch nicht auf dem Schirm gehabt, dass sie ihre öffentlichen Zertifikate verteilen müssen. Sodass dann die Prüfgeräte im SPNV gerne mal rot gezeigt haben, weil sie natürlich das Zertifikat nicht hatten.
Fun Fact am Rande, DB Vertrieb hatte da auch gewisse Probleme mit Deutschland-Tickets im DB Navigator. Die 49-Euro-Tickets von Transdev haben nach meinem Stand alle funktioniert, weil Transdev schon ein paar Jahre auch Online-Vertrieb macht und einfach das gleiche Zertifikat genommen hat. So, und dann war da noch eine sogenannte Startkarte vom ÖPNV-Landkreis Greiz, die man bar im Bus gegen 49 Euro kaufen konnte. Und zumindest nach meinem Kenntnisstand wurde auch nicht irgendwie enforced, dass man dazu einen Abo-Antrag abgibt. Was können wir für Lehren ziehen? Wenn wir schon Dinge vorschreiben, zum Beispiel das digitale Abo, dann schreiben wir nicht digitales Abo, sondern dann fordern wir einen bestimmten Standard oder irgendwas, was Branche oder was Wirtschaft umsetzen soll. Das ist, denke ich, die größte Quintessenz. Also sehr viele Probleme, die sich aus diesem Wirrwarr ergeben haben, hätten sich nicht ergeben, wenn man den VDV-Standard vorgeschrieben hätte. Das muss man einfach so sagen. Durch die zentrale Zertifizierung ist das so ein Ding, das funktioniert dann halt einfach. Erst Domains sichern, dann Namen bekannt geben. Das ist, glaube ich, ein Thema, was so manche Leute hier auch schon in anderen Kontexten kennen. Dann, Menschen wollen auch bei vermeintlich einfachen Angeboten persönliche Beratung. Gerade so diese Themen Deutschlandticket, Umstellung auf, also Umstellung bestehendes Abo auf Deutschlandticket. Beim 9-Euro-Ticket lief das ja automatisch, aber im ursprünglichen Geltungsbereich des Abos blieben alle Vorteile erhalten. Jetzt muss man sich entscheiden, will man 49 Euro als nacktes Ticket oder will man sein altes Abo behalten. Es mag Fälle geben, wo das dank Übertragbarkeit und so weiter sich rentiert, wenn ich nie deutschlandweit fahre, dass ich halt für, weiß ich nicht, 70 Euro das übertragbare Ticket kaufe statt zwei Deutschland-Tickets. Höhere Nachfrage nach Tickets zum Anfassen als erwartet. Da zielt auch dieser Chipkartenmangel rein. Sehr viele Unternehmen haben sich verschätzt, wie viele Leute eine Chipkarte statt einer App haben wollen. So, damit bin ich auch schon durch. Quasi eine Punktlandung. Hier noch der kleine Hinweis, weiteres Eisenbahnprogramm heute. Gleich kommt der geschätzte Alwin Meschede und erzählt was über ETCS-Protokolle. Und heute Abend gibt es dann noch Marudor und Oliver Unicorn Knapp. Viel Spaß euch noch auf dieser GPN. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Für eine Frage haben wir, glaube ich, noch Zeit. Genau, danke, Jedi. Eine Frage haben wir, also wer ist am schnellsten? Okay. Ganz hinten. Ganz hinten natürlich. Danke erstmal für den tollen Vortrag. Fun Fact am Rande, hast du mal den Aztec-Code ausgelesen von dem Starter-Ticket, von dem Bus? Ja. Ist einfach nur im Klartext, was auf dem Ticket draufsteht. Ja. Das ist einfach nur, ne, wir wollen Code drauf haben, ja, mach mal Code drauf und den Text. Ja, das ist einfach nur ein, wir müssen den Anschein wahren, dass es irgendwas Digitales ist. Was? Aber das haben wir in der Pandemie doch eigentlich schon gelernt mit den ganzen QR-Codes, die wir plötzlich hatten. Die alle per Sichtkontrolle gehen. Ja, genau. Also ich kenne zwar Leute, die da gut sind, aber nicht so gut. Ja, das super. War Vielen Jedi. Dank euch, dass ihr da wart. Und Jedi hat schon meine Aufgabe übernommen, euch zu sagen, was als nächstes dran ist. Also bitte ich euch, wer jetzt aus irgendwelchen Gründen das jetzt nicht weiterhören will, möglichst schnell den Raum zu verlassen, alle anderen bitte eher zusammenrücken. Danke euch nochmal. So, nochmal danke, Jedi. Danke.